Ach Leute, Alter, was ist das denn für ein übergeiles Wetter draußen? Ich hab so Bock zu ballern in letzter Zeit, aber ich weiß nicht, ich hab nie die richtige Zeit dafür. Ich weiß nicht, was ich tue. Moment mal. Hä? Ich hab irgendwie. Wartet mal. Machst du dieses Jahr wieder ein Restevideo? Ja, mega cool. Deine Videos sind richtig gut. Oh, ich hab den sogar schon geantwortet. Ein Reste-Video? Aber, hä, was stellt er sich darunter vor? Ich hab doch gar keine Reste, Alter. Wo soll ich denn jetzt... Oh. So, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr das hier gerade schon seht, ich habe ein paar Reste gesammelt über Silvester und ja, es gab ein paar Leute, die wissen wollten, was ich tatsächlich noch habe. Da habe ich mir gedacht, Alter, ich schleppe das ganze Zeug aus dem Keller ins vierte Stockwerk hoch und werde jetzt extra für euch ein Video machen. Das heißt, jetzt geht's los, Leute. Ja, und ich glaube, ich werde auch ein bisschen schnibbeln, weil das wird sehr viel. Das ist sehr viel Zeug, das sieht man ja. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Kartons und ein fetter Raketenbeutel. Und ich werde halt ein bisschen schneiden, damit ich das auf eine nicht so lange Zeit bekomme. Aber wir fangen jetzt einfach an. So, als erstes, Leute, habe ich hier so einen Raketenbeutel angefertigt über Silvester. Da sind verschiedene Raketen drin, wie man das sieht. Ich habe hier zum einen noch... Ja, wir machen es jetzt mal so. Ich hole das jetzt mal... Schicht für Schicht raus. Ich habe in einem großen Beutel alle meine Raketensets gesteckt. Da habe ich hier von Diamond. Good game. Diamond, das Skydance. Das sind echt geile Raketen. Das waren auch 27 Stück oder so. Steht hier leider gerade gar nicht drauf, kann ich gerade nicht entdecken. Ne, kann man sich aber auf jeden Fall mal mitnehmen. Video folgt natürlich noch, also wartet noch ein bisschen, Leute, dann kommt das alles. Wie ihr gerade schon gesehen habt, was gerade umgefallen ist, hier, da habe ich gerade ein bisschen das Sortiment zerstört. Und zwar ist das das Gibbles of Fire von Nico mit den krassen Raketen hier. Habe ich es aber leider ein bisschen zerstört, wie man das hier sieht. Und ich hole es mal ein bisschen runter. Alter. Muss ich dann nach dem Video zusammenleben. Aber so sieht auf jeden Fall eine Rakete aus. Gut zu wissen. Dann habe ich hier drin auf jeden Fall noch was anderes. Und zwar das süße kleine. Willst du mich verarschen? Glitter in Glamour von Leslie. Waren auch sehr gut. Für den Preis von 7,77 Euro, wie ich es bekommen habe, mega zu empfehlen. Richtig geiles Sortiment, hinten sogar noch die Abschusshülse. Und da mit allen technischen Daten so zu dem Sortiment. So, weiter geht es. Was mache ich denn jetzt? Hier? Oh ja. Was richtig geiles. Und zwar das Rocket Rally von Nico Feuerwehr. Ja, kennt man ja auf jeden Fall. Die geilen Ringraketen hier oben und unten hier die Turbo und die Burst-Raketen. War dieses Jahr auch wieder mega, mega gut. Kann man sich auf jeden Fall mitnehmen, wenn man den Norma in der Nähe hat. Also klare Kaufempfehlung. So, weiter geht's hier mit dem Power Crafter, was ich mir ja bei Tosh Pyro bestellt habe, weil es das Flatrate nicht mehr gab. Hier oben. Powercrafter, auch richtig geil, also X-Plot-Raketen, Leute, sind richtig zu empfehlen, könnt ihr euch definitiv mitnehmen. So, langsam hört der Raketenbeutel auch schon auf, so, jetzt schmeiß ich weg. Dann habe ich hier noch ein volles Leslie Chili Pepper, das hatte ich mir zweimal gekauft beim Fräsmann und Leonard hatte sich das, glaube ich, auch sogar zweimal oder einmal geholt. Das ist einfach nur ein mega geiles Sortiment für 3 Euro, das müsst ihr euch mal vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5 Zerlegeraketen. Mega geile Böller. Die waren auch richtig gut. Und zwei Fontänen. Kommt auf. Kommt auch noch ein Test, Leute. Also freut euch auf das Sortiment hier. Und jetzt nochmal zum Schluss. Hatte ich vorhin schon gesagt. Das Jabbers of Fire. Duels. Jabbers.
Das war ja hier leider nicht mehr so viel übrig, weil die Raketen waren so geil. Hier sieht man zum Beispiel noch so eine Crazy Bomb. Also, Alter, Leute, die sind richtig geil gewesen. So, Mann. Weiter geht's, Leute. Ich würde mal sagen, wir machen hier oben einfach weiter mit diesem Karton. Der ist ganz schön... Nein, nee, doch nicht so schwer. Hier. Da steht noch was drauf, und zwar Thunderblock VE. Aber das ist leider nicht mehr drin, ne? Mach das einfach auf. Und zwar zwei geschickten Handgriffen und so. Zack, zack und zack. War doch drei. Good game. Und darin befindet sich, oder hier haben wir eine kleine Mixkiste, Leute. Oh ja. Richtig geile Sachen. Na hier. Zweimal ungeöffnet. Die roten Korsare. Hammergeile Böller, die waren richtig gut an Silvester. Das rieselt ein bisschen. Also Leute, kauft euch die, wenn ihr die Möglichkeit habt. Die sind richtig zu empfehlen. So, dann hier. Zweimal die Nico Flashbang. Ja, sehr gute Bombenrohre, wie ich finde. Trotzdem gibt es bessere auf dem deutschen Markt, wie zum Beispiel gleichzustellen mit dem Thunder King von Jorge. Meine persönliche Empfehlung, Leute. Hier noch die ältere Charge, nicht diese aktuelle mit dem Titanium Salut. Ja, sonst macht gar keinen Spaß mehr, die Dinger. Des Weiteren haben wir hier dreimal die Lady Cracker von Nico Feuerwerk mit dem 3-Sterne-Logo. Ja, habe ich aber auch gar nicht gezündet, also sind alle drei noch voll. Und zu guter Letzt haben wir hier noch, warum auch immer, in dieser Mischkiste noch zwei Feistel Goldrausch. Habe ich an Silvester auch ein paar gezündet, war ganz schön, so ein bisschen Raritäten zu ballern. Und ja, weiter geht's mit dem. So, gesagt, getan, er nimmt den Karton, tut ihn da unten hin, der ist richtig schwer übrigens. mit Amazon-Band. war eine Amazon-Bestellung drin. Ach Leute, gut, dass ich das erwähne mit Amazon. Hier war sogar das drin, was gerade auf meiner Kamera steckt. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber ich habe ein neues Mikro gekauft. Und zwar habe ich mir jetzt noch für Unboxings das Rode Mic Rycorte gekauft, weil ich finde, das ist einfach für Aufnahmen in solcher Art oder für Vlog oder sowas ist das viel besser. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Das würde mich mal interessieren. So, mach mal auf hier die Scheiße. Haben wir hier zweimal die Space Sound Raketen. Hier oben noch sogar von FKW. Sonst machen die Dinger ja keinen Spaß mehr. Na, leider schon teilweise von Komet übernommen, aber auch noch mit dem schönen Holzstab. Kann man das hier? Hier kann man es sehen, Leute. Geil. Haben wir hier Leslie Crack Me Up. Übelst geile Rölis mit einem Zerleger. Also so einem kleinen Crackling-Sternchen am Himmel. Die machen richtig Spaß. Könnt ihr euch definitiv zulegen, wenn ihr die mal in einem Shop oder so seht. Die kosten auch gar nicht so viel. Also richtig, richtig geile Teile. So, dann haben wir hier zweimal die Keller Pluto. Eine richtig geile Batterie. Die schießt quasi am Anfang Leuchtkugeln, also viermal Leuchtkugeln, dann viermal Crozet, viermal eine Abschusssau und dann irgendwie Crackling. Die ist, so Helioswirbel hat die auch noch drin. Die ist richtig, richtig cool. Die könnt ihr euch auch mal zulegen. Und die ist auch echt nicht so teuer. Und ich merke, ich sage zu jedem Artikel, dass ihr euch den zulegen könnt. Oh Gott, Alter. Ja, hier noch die zwei. Dann hier mal dreimal die Jorge X-Ray. Sehr liebe gewonnen an Silvester. Ein richtig geiles Ting. Ting? Okay. Für nur 2 Euro oder 3 Euro, je nachdem, wie ihr die bekommt. Die schießt zum Aufwärmen schöne Kometen, die richtig lang ziehen und am Ende hat die noch 4 oder 5 Salutschläge. Richtig geiles Teil, Leute. Also das ist wirklich eine richtig gute Empfehlung von mir. Hier, ein wunderschönes Teil, die Jorge X-Ray. Ja. So, weiter geht's hier mit einem geilen Sortiment. Ich weiß nicht, ob das Kult ist, aber ich kenn's schon länger, hab's noch nie. Und wenn ich's mal hatte, dann habe ich's nicht mal gezündet, ich Idiot. Das Rumsbums von Nico Feuerwerk. Hier mit Kanonenschlägen, älteren Flashballs, hier noch Fröschen mit 3-Sterne-Logo, richtig, richtig geil. War auch gar nicht so teuer, ich glaube 5 Euro, obwohl das ja, geht. Der Preis ist in Ordnung. Und dann haben wir hier noch zu guter Letzt
dreimal die Keller Vesuv. Richtig geile Vulkane, leider auch nicht dazu gekommen, die zu zünden. Schade. Aber egal. Machen jetzt weiter mit dem nächsten Paket. So, für was entscheide ich mich? Natürlich dafür. Manche kennen die, wer Hollys allerlei kennt, dann kennt ihr die Safe. Das ist nämlich eine Ü-Kiste. Natürlich keine Ü-Kiste mehr als Ü-Kiste mehr als Inhalt. So. So, jetzt hole ich euch mal noch ein bisschen mehr runter und wir werden das jetzt wieder aufschlitzen. So, so und so. Das gibt so ein richtiges Unboxing-Feeling. Das ist richtig, richtig geil, Leute. Alter, wie habe ich denn das zugeklebt? Bin ich dumm? Alter, Leute, wartet mal. Ich muss euch jetzt mal einen Cut setzen. Ist ja unfassbar. Leute, es ist verbracht, es ist offen. So, jetzt aber. Steht auch oben noch drauf, denn es fehlt. Das bedeutet Feuerwerk. So. Also, was haben wir in dieser schönen Kiste? Oh, ich sehe schon wieder eine schöne Mixkiste. Luftbolz und Luftbolster. Haben wir hier die kubischen Kanonschläge von Weco. Die gab es ja dieses Jahr bei Lidl. Die waren bei mir gut, manche haben mir erzählt, die waren schlecht bei ihnen, aber ich fand die relativ gut. Dann hier die kubischen Kanonschläge von Fox, immer noch von meinem Cruising Pyro Gewinn damals bei Pyro Stuff. Ich komme gar nicht dazu, die zu zünden, vor allem weil die... Oh, mir läuft schon das Schwarzpulver aus, seht ihr das? Oh, naja, komme ich gar nicht dazu, vor allem weil die immer diese Kappen da oben so festmachen, dass man die gar nicht abziehen kann. Dann hier die Baby Peel von Leslie. Hier nochmal in der Read-Ausführung. Und hier nochmal in der Pyro-Shopper-Edition. Richtig geil. Die machen richtig Spaß. Auch unterm Jahr kann man die richtig gut zünden, weil die ja kaum jemanden wehtun. Dann hier ein richtig geiler Artikel auch, die Leslie Chili Spinners. Die machen auch richtig Spaß, sind so Bodenwirbel mit Crackling-Abschluss. Die kann man sich auch zulegen, weil die sind auch nicht so teuer. Und zum Zeitvertreib sind die echt geil. Hier habt ihr noch ein paar Daten hinten. Chili Spinners. Weiter geht's mit hier Panda Mini-Raketen. Zwei Chargen. Die ja rot-gelbe und die rot-weiße. Bis. Ne, rot-weiß stimmt schon. Ja, die rot-weiße ist auf jeden Fall die schlechtere davon. Die ist gar nicht gut. Aber dennoch die lausesten auf dem deutschen Markt. Gleichzustellen natürlich mit den Moon Travelern von X-Flows. Richtig gut sind die auf jeden Fall. Wenn nicht sogar besser als Panda. Ich fand die sehr geil. Hier so in diesem chinesischen Look und so. Überall noch diese chinesischen Zeichen. Ich finde das gar nicht. Wo ist denn das? Hier. Hier drauf. Nee, doch nicht. Ja, egal. Was soll's, Leute. Passiert. Dann haben wir hier die Nord Screamers und die Piffy Five Raketen. Wie ihr seht, ich bin da echt nicht zugekommen, die zu zünden, weil an Silvester zieht sowas echt unfassbar viel Zeit. Habe ich die doch nicht gezündet. Dann haben wir hier in dieser Kiste, oh lol, noch eine Knatterpeitsche von Leslie, warum auch immer die hier einzeln drin liegt. Cool. So, und dann haben wir hier noch On Mars Moskitos, das dürften noch 10 Packungen sein oder so. Schafft kein Mensch, die alle wegzuzünden, Leute. Ist unfassbar schwer, die zu verbrauchen. Aber trotzdem richtig, richtig geile Teile. So. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe doch ein bisschen mehr Flashbangs, als ich dachte. Ich habe noch 4 ganze Packungen. Scheiße, Leute. Die waren richtig geil dieses Jahr. Die waren nochmal besser als die vom letzten, also die von 2015. Die waren richtig unfassbar laut. Es ist, boah, ich weiß nicht, ob die bei euch auch so waren. Interessiert mich mal. Schreibt das mal in die Kommentare, wer das hierher guckt. So. Dann hier richtig geile Qualitätsböller, die Viper von Leslie. Ist gerade an dem heutigen Tag, heute ist der 28. Januar. Das Video dazu online gegangen. Viper. Leslie. Richtig geil. Und die waren auch richtig laut.
So, dann haben wir hier noch Moskitos, Stani, ne? Weitergehend haben wir hier noch den Doppelknall von Xplode. Ich fand die richtig gut. Es gab auch Leute, die nicht gut fanden. Der Silvester-Freak fand die nicht so gut. Geile Teile. Hier haben wir eine schöne Mixbox. Flashbang von Nico, gemixt mit Creepern. Wie ihr seht, ich habe auch gar nicht mal, also das war fast meine einzigste Packung neben den anderen zwei. Und da habe ich auch nur ein paar rausgezündet. Vier Stück oder so, wie viel sind noch drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, vier Stück habe ich gezündet. Wow. Leute. Oh Mann, ey. So, hier die Thunder King von Jorge. Unfassbar geile Bombenrohre. Finde ich teilweise besser als Nico Flashbang vom Knall her und vom Effekt. Legt euch die zu. Die sind krank. Die sind richtig, richtig krank, Leute. Die sind geil. Wie ihr seht, die Kiste leert sich schon wieder. Wir haben da noch ein paar Moskitos drin. Und noch zwei Qualitätsbälle. Hier zum einen nochmal eine Packung roter Corsa. Hier. Auch gar nicht so viel gezündet. Ja doch, vielleicht knapp 10. Richtig geile Böller. Aber halt haben die auch ihren Preis, logischerweise. So, dann haben wir hier die Silver Pirates. Mach ich auch mal auf. Habe ich auch gar nicht so viel weggezündet, weil die mir viel zu schade waren, weil die so geil sind. Ich möchte mir unbedingt noch welche für unter mir aufheben, wenn ich mal wieder nach Polen fahre oder so. Und ja, das ist die zweite Kiste von Ihren. Und jetzt machen wir weiter mit der Kiste hier unten, die ein Einschlagsloch hat. Einschlagsloch, jo. Weiter geht's mit der 5,4 Kilo schweren Kiste, die gar nicht so schwer ist. Hier überhaupt unfassbar aufpassen, Leute. Hier ist nämlich ein Einschlagsloch von einem Moskito. Der hat uns beinahe getroffen und ihr könnt ja mal sehen, was für eine scheiß Durchschlagskraft diese verfickten Teile haben. Also aufpassen, wenn ihr die zündet. Und ich sehe schon wieder kommen, ich werde das Gewebeband nicht aufbekommen. Oh. Oh doch. Oh. Nee. Na okay, wieder die eine Seite. Die schnibbel ich hier kurz auf. Und dann geht's schon weiter. Ah. Hey. Nie wieder Gewebeband, Leute. Nie wieder. So. Oh, was haben wir hier Schönes? Komplett vergessen, was hier drin war, was ich noch alles hab. Ja. Wieder eine schöne Mixkiste. So. Fangen wir mal an. Hier, das Pyro Superstars. Habe ich noch komplett keine Zeit, das zu zünden. Und das heißt keine Zeit. Ich wollte mir das mit aufheben für unterm Jahr, weil es ist ja Jugendfeuerwerk, logischerweise. Genauso wie hier den Pyro Mix for Kids vom Lidl dieses Jahr. Richtig cool. Ich finde das auch für 2 Euro noch irgendwas. Richtig gut sortiert. Du hast hier nur einmal Karat-Wunderkerzen und zweimal Knallteufel, sonst geht das mega klar, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen, das ist voll cool. Dann hier einmal die Reaper von Brockhoff. Geile Dinge. Werde ich mir wieder bestellen. Für 1,79 für 12 Stück zwar ein bisschen teuer, aber die sind richtig schön, Leute. Die sind wirklich richtig, richtig geil. So. Ah, ich sehe schon, das ist eine Batteriekiste. Dann haben wir hier noch die Sumsum von Pyroart. Auch nicht dazu gekommen, die so wirklich zu zünden. Sind ja kleine süße Flieger. Die haben so ein bisschen das Cut-1-Feeling, muss ich schon sagen. Aber leider sind sie halt Cut-2. Da oben steht F2. Ja. Knallerschuss, auch immer am Start. Schmeiß weg. Grüße an Pyro World. So. Dann hier die Speedbirds, auch wie ihr seht, noch original vom Fräsmann. Original, Bruder. 1,49 haben die gekostet. Bisschen teuer, aber geht. So, dann hier die Leslie Korsak. Eine meiner Highlights an Silvester, vor Billigsektor Batteriefeuerwerk her. Mega geiles Teil. Screamer-Aufstieg mit Crackling-Wolke. Richtig geil. Also richtig, richtig geil. Gönnt euch die Leute. Dann haben wir hier
Noch eins, zwei, drei, viermal das Crackling und Knall. Habe ich mir fünfmal gekauft. Beim Thomas Phillips gab es da ja richtig günstig für 69 Cent. Aber. Oh cool, schweigt weg. Ja Mann. Gab's halt. Oder habe ich halt nur einmal gezündet, weil, wie gesagt, da fehlt im Endeffekt die Zeit. Leider schon von Komet. Aber ich finde, die konnten doch noch ganz schön überzeugen. Vor allem die Crackling-Bälle waren geil. Pyro-Cracker gehen auch so klar. Und Frösche, naja. Ne? Hier ein schönes Sortiment des Lights von Diamond für 2,99 aus Mann. Richtig geil sortiert. Habe ich für euch auch verfilmt, kommt auch noch die Tage, also freut euch da drauf. Geiles Sortiment. Hier haben wir noch einen Mörder, und zwar die Tanker 16.4. Video ist online dazu, die hat uns fast umgebracht. Trotzdem, alles klar, was schreien die da draußen so rum? Sieht man mich da? Yo, man sieht mich. Yo, yo. Und hier noch, also passt auf jeden Fall auf, wenn ihr die Zündung oder wenn ihr die habt. Das ist ein krankes Teil. Dann hier einmal die Lesti Gold. Unfassbar geiles Teil. Ich liebe die Leute. Und jeder müsste die eigentlich kennen. Ist ein Klassiker im Batteriesektor. Billigsektor von Lesti. Die Gold. So, dann hier das Feuertanz von Keller. Ein richtig schönes Sortiment, wie ich finde. Hat auch richtig Spaß gemacht, das zu zünden. Kommt auch noch ein Video dazu. Wie gesagt, habe ich zweimal gekauft. Auch schon vom Komet, aber trotzdem hier noch das alte Keller-Logo halt. Richtig geiles Sortiment, auch richtig günstig so. Und hier haben wir dann schlussendlich noch ein paar Batzen, und zwar viermal die Poison. Ich habe mich doch ein bisschen sehr überschätzt. Ich habe den mir fünfmal gekauft und nur einmal gezündet, weil die Charge war gut. Und dann zweimal die Elysium, einer meiner liebgewonnensten Batterien im Lidl, im Billigsektor. Gefällt mir jedes Jahr wieder, und ja, habe ich mir die fünfmal mitgenommen. Das war's mit der Kiste. Weiter geht's hier oben mit der letzten Kiste. Bis gleich, Leute. Dennis FW, das machen wir jetzt auf. Das ist die letzte Kiste, Leute. Alter, soweit bin ich schon wieder so richtig befriedigt. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Denn, oh, das fühlt sich komisch an hier drin. wenn ihr so wieder nach einer Ewigkeit Feuerwerk seht, weil ich sehe gerade zum ersten Mal so wieder so viel Feuerwerk, und ich wusste auch gar nicht, dass ich noch so viel geiles Zeug habe. Das macht mich schon wieder glücklich, Leute. Mega. Ja, versuche ich das hier noch aufzumachen. Wieder ein Kampf. Oh, Leute. Gewebe, Klebe, Band, offen. Oh, ich sehe. Oh, jetzt weiß ich, warum das so scheiße schwer ist, das Ding, Mann. Alter. Und zwar ist es so schwer, Leute, weil da Böller drin sind. Hier. Yeah. Oh, und Pyromult-Batterie. Oh. Guck mal hier an. Haben wir die Palermo. Geile Batterie. Also von Themenbatterie, versteht sich. Habe ich gekauft beim Fräsmann für 2,99. Logisch, der Standardpreis. Und das Gegenstück hier, Pegasus, wie sie es bei uns gibt. Auch richtig geiles Teil. Ich muss sogar sagen, die Pegasus war dieses Jahr besser. Lauteres Crackling, viel geiler. So, hier einen kompletten Schinken. China Belladé, Alter, wie schwer der ist. Junge, von Nico. Hatte Lennart schon aufgemacht. Er meinte, der war gut. Und ich kann auch sagen, dass der richtig gut war. Die waren sehr laut. Hier noch einen vollen Schinken Pyrocracker von Keller bzw. Komet. Schade, steht gar kein Label drauf. Egal, ist Komet, weil. Ach, ah, hier. Wo steht's? Nem, 64 Gramm. Komet, da! Leute, hier. Hier steht's. Von Komet. Dann ist mir noch einmal die Thunderblock 16 übrig geblieben. Geile Salutbatterie. Eindeutig zu empfehlen für den Preis. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, knallt gut, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ja, Deutsch ist mir auf jeden Fall auch verloren gegangen in dem Video. So, haben wir hier noch Kabelbinder, Litze, ein Tierkabelbinder, die hatte ich nämlich gerade angeguckt, von Hauper.
So. Haben wir hier noch die Brutus noch einmal von Leslie. War auch sehr schön gekauft. Ihr kennt den Spruch bei Fräsmann. Für 7,99 €, also der Standardpreis für die Batterie. Und zu guter Letzt, Leute, leck mich am Zuckerli. Haben wir hier noch einmal Keller China Böller Dschinken, beziehungsweise Komet. Auch noch komplett zu. Und Leute, das war's mit dem Video. Es sieht hier aus wie Sau. Pass mal auf, ich mach mal jetzt was. Ich nehme euch jetzt mal runter vom Stativ und zeig euch mal, wie das hier aussieht. So, da muss ich auch noch das Kabel abziehen. Leute, guckt euch dieses Chaos hier an. So sieht es hier aus. Überall Feuerwerk. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich noch ein Video über meine Raritäten mache, denn ich habe noch sehr viele Raritäten, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, da hätte ich auch noch Bock drauf. Aber jetzt muss ich erstmal wieder alles einräumen. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.